Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2, der zweiten Staffel. Ich lasse mal die Zeit laufen, weil die Aufgaben sind soweit schon verteilt. Wir sind im letzten Part im Fitnessstudio gewesen, also in dem Luxus-Fitness-Center. Und ja, haben da so einiges gemacht. Was hatte ich denn dir aufgegeben? Nichts weiteres. Achso, ich hatte dich ganz übersehen. Okay. Wir haben uns fit gehalten mit dem Parkour, den es da gab, mit dem Schwimmbad, also sie war schwimmen gewesen, Volker, Servo und Serva haben noch an den anderen Sachen trainiert, ich guck nochmal, ob ich Post holen kann, ich kann immer noch keine Post holen. Ja, das wird noch interessant werden, weil sehr wahrscheinlich kommt demnächst irgendwann der Gerichtsvollzieher und klaut uns irgendwas. Ist mir dann aber auch egal, ganz ehrlich. Nö, du gehst jetzt bitte erstmal hier benutzen und Hände waschen. Ihr geht es jetzt super, super gut. Was wolltest du hier noch lernen? Auffülltalentorden. Ja gut, wir können dann mal gerne in den Laden gehen und gucken, ob du schon wieder auffüllen kannst, weil den nächsten Tag möchte ich den Laden dann auch wieder eröffnen. Für heute macht das nicht mehr viel Sinn, aber ja, wir haben ja noch Zeit, ne? So, dann kannst du hier auffüllen. Ja, das sieht so aus, als könnte man schon wieder das eine oder andere auffüllen. Müssen wir mal gucken. Dann packe ich dir das schon mal ran. Hier, Quatsch, auffüllen gehen. So, Serva hatte ich jetzt nach oben geschickt. Ja, Serva, das ist aber nicht der Sinn der Sache. Du sollst viele fertigen. Mach nochmal Wirbelzwirbels. In der Hoffnung, dass das was bringt. Nimm doch mal... Ach ja, ist egal. Nimm den da einfach. Genau. Und Volker liegt im Bett. Das ist gut. Und Servo ist hoffentlich... Nee, nicht wieder an... Serva am Hinterherrennen. Ah, oh, Junge, du machst mich kirre. Warte, ich muss erstmal wieder runter. Du solltest dich hier bitte um deine Pflanzen kümmern. Achso, hast du schon? Hast du schon? Ja gut, aber da waren doch auch, gucke mal, da sind doch welche mit denen, warte mal. Denen geht's super. Da kannst du bitte, warte, ich muss erstmal alle kontrollieren. Die sind gut, die sind noch nicht so gut. Da kannst du mit denen mal reden. Da hängt auch was dran, wo du mit reden musst. So, da haben wir schon mal wieder zwei, mit denen du musst reden. Da ist nichts dran, da ist nichts dran, da ist nichts dran. Und hier ist auch nichts dran. Gut, dann quatsch mal mit den beiden. Und dann kannst du nämlich ernten. Das ist wichtig. So, und ich höre irgendwo was bimmeln. Ja, okay, Serva, Moment mal kurz. Du musst mal ganz kurz aufhören und bitte da dran gehen. Es könnte wichtig sein. Es muss nicht wichtig sein, aber es könnte. Hi, Serva, kann ich Volker sprechen? Nein, der schläft. Tut mir leid, ist nicht. So, Madame ist am Auffüllen. Oder tut zumindest mal so. Ah, da guckt schon wieder einer durchs Fenster. Oh, Inventar nicht mehr im Besitz. Okay, pass mal auf. Wenn du das gerade nicht im Besitz hast, achso, das war das Regal, ich dachte eben schon. Hast du denn die Sachen im Besitz? Auch nicht vorrätig. Diese Tränke hatte, die Tränke zum Verkaufen hat ja jetzt auch nochmal, halt. Was ist das? Schlangen, achso, ne, das sind die Essenzen. Das sind auch Essenzen. Ich suche die Tränke. Haben wir die Tränke noch irgendwo? Das. Oh Gott, wir haben so viel Zeugs hier im Inventar. Ich werde nicht mehr. Ach, wir wollten ja auch mal einen bestimmten Fernseher ausprobieren. War da nicht auch mal was? Ey, Melissa hat sogar noch einen ollen Fisch im Inventar. Ist ja der Hammer. Und Kleidung hat sie auch noch. Und lauter Zeugs. Ich... Aber die Tränke hat sie jetzt nicht. Okay. Ja gut, dann such noch mal weiter, weil wenn nicht, musst du halt mal wieder so eine Steppdecke fertigen. Das wäre natürlich auch mal wieder eine Idee. Ne? Wenn du nichts auffüllen kannst, weil alles da ist, dann... Oder kannst du da hinten noch? Nee, kannst du nicht. Das muss dann wieder Servo übernehmen. Okay. Gut. Servo bequatscht hier die Pflanze. Das ist okay. Wie sieht die aus? Da die... Oh ja, die sieht gut aus. Nimm bitte die Decke, die ist hübsch. Ja, gut. Die eine Pflanze hast du gequatscht, dann mach mit der nächsten weiter. Wirbels Wirbel ist fertig. Das heißt, machst du weiter? Kann ich den denn... Warte mal. Kann ich denn den hier... Ja. Sehr schön. Damit wir auch mal endlich welche haben. Weil das bringt ja nichts. Du machst... hallo, hallo, hallo.
Ja, ich weiß, du bist jetzt auf dem Fitnesswahn, ist klar. Aber nö, ja, nee, nimm dir. Der ist schon okay. Der ist hübsch. So. Genau. Immer schön hämmern. Weil so ein Wirbelzwirbel kann man immer mal gebrauchen, auch wenn wir später wieder Kinder bekommen sollten und so, ne? Ist das immer gut, wenn man so einen Wirbelzwirbel hat. Boah, guck dir die Pflanzen an, ey. Denen geht's so gut. Dann kannst du viele ernten, wenn du da fertig bist. Ach, ja, da ist der Dingsbums drauf da. Ich glaube, der reicht auch schon, ja. Komm, dann ernte mal, bevor nichts mehr da ist, beziehungsweise es denen wieder schlechter geht. Dann ernte mal alles, weil die sind schon wieder am Abnehmen. Die anderen sind jetzt super gut, aber ja, egal. Es dauert sonst alles einfach zu lang. Und dann müssen wir natürlich auch weiter gucken, dass Melissa, hatte ich vorhin Jessica gesagt, egal, dass Melissa ihm weiterhin die Sachen gibt. Was ich auch noch gucken muss, ist, hat Melissa, ach, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, hat die diese Besitzurkunde? Das ist die Karte Dschungellegende. Wir müssten ja vom Laden eine Besitzurkunde gekriegt haben, als wir den gekauft haben. Das sind nur Schatzkarten. Weil die Urkunde müssten wir, glaube ich, dann auch an Servo weitergeben, damit der hier den Laden später weiterführen kann. Technische Zeichnung, Regal. Ich guck gerade, ob ich das überhaupt im Inventar habe. Hier habe ich Originalgemälde. Drachen und Co. Nee, wo ist die Besitzurkunde von uns? Haben wir die hier hingehängt? Da ist unser erster Euro, der verdient ist. Haben wir da nicht eine Urkunde gekriegt oder so? Ich bin. Oh Gott, Leute. Ich ja. Wartet mal. Hier draußen hängt aber auch nichts, soweit ich weiß. Nee, keine Besitzurkunde oder sowas. Nee, da ist nichts. Huch, halt, Hilfe, Hilfe, jetzt. Oh nee. Jetzt sind wir mal wieder am Rotieren. Super. Lang nicht mehr gehabt. Warte mal kurz. Wie habe ich denn das immer gelöst? Am besten so. Im Kaufmodus rotiert's immer noch. Hilfe! Ich. Mami! Wie komme ich hier wieder raus? Bauen? Bauen. Oh, könntest du mal aufhören zu rotieren? Boah, das ist blöd. Okay, einen Moment. Ich muss mal kurz speichern. Manchmal hilft das. Es rotiert immer noch. Es ruckelt immer noch. Es ist mal wieder so weit. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie ich das angehalten gekriegt habe. Ich hoffe, es hört jetzt damit auf. Wir speichern einfach mal ganz frech. Hilfe, nein. Ach, sehr gut. Können wir jetzt wieder zurück oder rotiert es dann? Ah, Glück gehabt. Okay, speichern hilft. Ah, ein Gemälde hängt da schon. Okay, gut. Alles gut, alles gut. Oh Gott, hab ich mich eben erschreckt, Leute. Sorry, das passiert mir manchmal. So, du bist fleißig am Arbeiten. Was macht denn eigentlich Volker? Volker müsste mal dringend aufstehen. Um Gottes Willen, du verschläfst den ganzen Tag. Das ist nicht der Sinn der Sache. Servo, da wollten wir gerade hin. Also bitte geh da mal raus, ne? So, Servo hat gemacht. Servo hat gemacht. Moment, dann muss ich aber mit Servo auch noch mal was machen. So, ich hoffe, es fängt nicht gleich wieder zum Rotieren an. So, du musst mal so weit, du kannst hier auffüllen. Die Sachen sind da. Ist ja alles da. Warte mal, wir haben zweimal Erdbeeren, wir haben zweimal Paprika, zweimal Aubergine, zweimal Stangenbohne, zweimal, was auch immer das ist, Tomate und, ja, wir haben alles. Ja gut, dann musst du auch nichts auffüllen. Ich dachte, da wäre noch was zum Auffüllen übrig. Naja, egal. Gut, du möchtest Power. Weißt du was? Dann lade dich doch nochmal auf oder so. Oder was kann ich dir denn sonst tun? Schlambada tanzen. Du willst was? Den Auffülltalentorden, ja, und du wolltest mit Server tanzen. Hast du denn irgendwie noch was anderes, was ich mit dir machen kann? Hans Pfeiffer. Okay, das sind Anton Seifert. Ja, du könntest natürlich auch mal Kontakte pflegen. Ja, leider, Bigfoot können wir leider nicht hier, ne?
Das ist das Problem. Das ist das Problem. Du kannst ja mal Sims anrufen. Komm, dann ruf du mal ein paar Sims an, dass du auch mal wieder deine Kontakte hier pflegst. Ja, da sind ja ein paar Leute dabei, mit denen du quatschen kannst. Leider Bigfoot nicht. Leider haben wir Bigfoot nie im Angebot. Sonst könnte man den mal anrufen. Ja. Und offscreen kann man den auch nicht in ein Telefon vererben. Das ist leider so hier der Haken. Ah, meine Nase beißt, meine Nase beißt. Dann ruf doch mal den hier an. Annehmen. Plaudern. Zack. So. Genau. Mach das mal so. Ich glaube, dein Frauchen ist immer noch an den Wirbelzwirbeln dran. Ja, oh. Erst, was? Erstklassige Steppdecke von Melissa gefertigt. Das Meisterwerk wird in Melissas Inventar abgelegt. Sehr schön. Jetzt kann sie das doch auch auffüllen, oder? Warte kurz. Kannst du das jetzt auch wieder auffüllen hier? Komm, dann mach die Steppdecke da wieder hin. So, das müsste doch jetzt funktionieren. Haben wir wieder eine schöne Steppdecke. Das ist doch fein. Und hier könnten wir mal, ja gut, obwohl im Laden lasse ich ja ganz gerne die Musik an. Das ist schon okay. So, Madame, kommst du? Hängst du das Ding hin? Ja, fein machst du das. Und dann würde ich sagen, allzu viel machen wir dann heute auch nicht mehr. Und dann geht's ins Bettchen. So, wir rufen als nächstes die hier mal an. Bitteschön. Auch mal plaudern. So, lang nicht mehr voneinander gehört und so weiter und so fort. Ja, und du möchtest immer noch deinen Wolf haben. Ey, das ist so. Ja. Hatte ich doch angeklickt, ne? So. Dann kannst du jetzt mal tun und lassen, wozu du Lust hast. Geh spielen, mach irgendetwas. Ist in Ordnung. Ach so, sie möchte mit ihrem Herrn und Meister da ein bisschen spielen. Das ist in Ordnung. Was hast du? Ach ja, auch mit Melissa spielen. Sehr schön. Du bist noch am Klopfen. Okay, lassen wir dich den noch machen und dann reicht's auch. Und du telefonierst. Genau. Dann machen wir einen ganz gemütlichen Freitagnachmittag und am Samstag wird der Laden mal wieder aufgemacht. Ja, im Prinzip kann man sagen, wir warten wirklich nur noch darauf, dass die Kiddies wieder heimkommen. Und dann müssen wir eh mal gucken, was wir dann noch so machen wollen. Hier, den kannst du mal wieder anrufen. Ein paar Freunde hast du ja dann doch noch, ne? Ja, und dann müssen wir halt echt. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das hier machen soll. Ah, ob wir die Sachen auch großartig verändern, weil wenn ich zu viel mache, ihr wisst es, so von wegen auch alles neu, ne? Oder komplett anders und dann sitze ich hier 5 Jahre dran. Also, ich überlege halt zum Beispiel, weil es wirklich kaum benutzt wird, das Schwimmbecken hier wegzumachen. Dann könnten wir hier hinten natürlich auch nochmal ein bisschen vergrößern, dass das alles einheitlich wird. Und dann haben wir wieder Platz für Zimmer und so, ne? Also das ist halt auch so ein Punkt. Müsste man mal gucken. Naja. So, jetzt bauen wir hier erstmal fertig. Oder? Hast auch langsam keinen Bock mehr, ne? Ja. Ich höre euch da unten schreien, ey. Du hast das Teil überhaupt nicht in den Finger, Melissa. Was ist denn hier kaputt? Ach, du bist ja lustig. Servo dackelt schon nach oben. Oh, unser Schneemann ist geschrumpelt. Der andere auch. Also kriegen wir hier wohl kein Dingsproblem. Aber einen Wolf sehe ich jetzt auch nicht. Passt mal auf. Ihr könntet euch doch auch zusammen mal einen Film anschauen. Ihr zwei. Warte. So, Hunger hast du gerade keinen. Du auch nicht. Okay. Dann würde ich vorschlagen, du hörst mal auf zu spielen. Kannst mal mit deiner Frau ein bisschen flirten und sie wertschätzen. Das hat sie auch verdient. Und dann lassen wir euch noch einen Film gucken und dann geht ihr halt relativ früh ins Bett. So, und Servo wollte, glaube ich, mit dir irgendwas machen. Ne? Nein, Servo, komm doch mal hierher. Geh du mal hier hin. So, irgendwie sehe ich, wenn ich hier hinklicke, nur noch diese Würfel. Also ich weiß ja nicht. Wir warten jetzt, dass Servo kommt und da ist er auch schon. Nein, Servo, hier hin. Hallo, hier hingehen. Komm doch mal jetzt hierher und quatsch mal mit deiner Frau. So.
Dann hör mal auf. Und auch Hausarbeiten werden jetzt keine gemacht. Ich habe Servo eigentlich hier hochbestellt. Er kommt natürlich nicht. Doch, da kommt er. Ja, ist schön, ne? Macht Spaß. Das Ganze halt. Nee, nee, nee. Hier, Servo. Gucke mal da. Ja. Sehr schön. Genau. Und ihr zwei, halt, 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 halt. Wo rennst denn du schon wieder hin? Nee, 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 nee. Ihr könnt jetzt mal zusammen einen Film ansehen. Worauf habt ihr denn Lust? Wie wär's mit abendlicher Action? Wir nehmen mal Fetch. Das ist in Ordnung. So. Hocke dich hin, gucke das. Und du kannst dich auch schon mal hinhocken. Lölölölö. Hier hinsetzen. So. Oh no. Oh no. Oh no. Ah. Und mitmachen, genau. Guckt euch zusammen mal einen schönen Film an. Das macht Spaß. Was habt ihr zwei denn jetzt vor? Was? Gratulieren oder gestikulieren? Irgend sowas. Mhm. Wo ist Servo hin? Hallo, Servo. Hat jetzt Servo irgendwas an der Post gemacht? Nee, ne? Er ist da einfach nur stehen geblieben. Warum auch immer. Ja. Hm. Ja, ja, ja. Sehr schön. Unterhalten. Insiderwitz. Dann können wir mal ein bisschen über Hobbys quatschen. Du willst doch die ganze Zeit mit mir tanzen, ne? War doch da was. Musik und Tanz. Hier. Ja. Würdest du mit ihr mal ein bisschen tanzen? Ich wäre ein Wolf. Oder? Hab ich einen Wolf gehört? Nee, hab ich nicht gehört. Okay, dann geh mal rein und schalte das mal an. Hallo, ihr zwei, was macht ihr da hinten? Euch wollte ich jetzt ins Bett verfrachten. Nee, nee, du musst nichts mehr kochen, Mädel. Du musst nichts kochen. Du gehst schlafen, Schlafanzug und der Herr des Hauses macht das genauso und lässt die Server mal in Ruhe. Ach, entspannen. Okay, du willst schwimmen gehen, ich sehe das schon. Dann gehst du bitte schwimmen. Hm. So. Und lass mal unsere Robbys in Ruhe. Was hast du denn jetzt vor? Nee, 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 nee. Komm mal hier hin. Dahin. Ja, so. Zusammen tanzen. Nee, nicht. Zusammen tanzen. So. Lass uns doch mal zusammen tanzen. Und nicht immer nur. Hm? Ja. Musst du doch mal wieder ein paar Wünsche erfüllen. Ja, so geht's doch nicht. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Okay. Ah ja. Sehr schön. So langsam lerne ich diese Zeichen auch mal auswendig. Hihihihi. Badgets. Oh, ja, du bist so eine Süße. Jetzt will er den Insider-Witz irgendwem erzählen. Und er will schon wieder Saft pressen. Ich weiß es nicht, Junge. Was willst du denn? Du könntest mal, über kurz Handarbeit quatschen. Und bisschen. Was könnt ihr denn mal spielen? Stein, Schere, Papier, irgend sowas. Ja. Und du, was machst du? Du bist am Schwimmen. Das ist gut. Ja. Sehr fein, wie du da rumschwimmst. Mhm. So, wie alt seid ihr zwei denn jetzt eigentlich? 63. Naja, das geht ja alles. Ach ja. Und, wird's dir kalt da draußen? Oder... Ja, wie gesagt, also wir benutzen das Teil jetzt nicht so häufig und man kann ja auch eigentlich überall hin, wo man schwimmen gehen könnte. Also insofern denke ich, ich werde das hier wahrscheinlich wegmachen und wirklich damit das Haus nochmal vergrößern, weil wie gesagt, 7 Leute, 7 spezielle Bedürfnisse, Zimmerchen anlegen und, das, ja, müssen wir echt mal gucken, ne? Oh, Volker erfreut sich... Verliert etwas Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Ja, wenn's weiter ist, nichts. So, was habt ihr zwei denn schon wieder vor? Was macht ihr? Kissenschlacht. Und deshalb geht ihr natürlich wieder aus dem Haus, ist klar. Weil man im Haus ja keine Kissenschlacht machen kann. Eure Power ist aber auch ziemlich unten. Ich würde sagen, ihr schaltet euch mal ab. Oder?
gratulieren. Sehr schön, genau. So, und dann würde ich sagen, wir schalten uns mal ab. Nee, ich bin falsch. Abschalten. Hallo, ich wollte euch abschalten. Du kannst auch meditieren, das ist doch auch mal eine Idee. Genau, meditiere du mal ein bisschen. Und du, ja, tu, was du nicht lassen kannst, schalte dich dann bitte auch mal ab. Und ausschalten und abschalten. Kann ich dich jetzt mal abschalten hier? Danke. So, was macht Volker? Der schwimmt immer noch in der Gegend herum. Hm. Ja, gut, ich würde sagen, du kommst mal raus. Zauberwirken. Abschalten. Jetzt hast du Hunger. Nee, vergiss es. Ich will wissen, ob du dich schlafen legen kannst. Kann ich denn mit dir noch machen, Mensch? Warte mal. Er hat ja alles voll. Nee, Sauberkeit fehlt noch. Und, Kreativ... Nee, Logik fehlt auch noch eins. Ich könnte ihn natürlich hier jetzt in den Himmel gucken lassen, aber... ich hab Angst. Ihr wisst, das ist, aber er könnte Schach spielen. Das ist eine Idee. Ja, komm, du gehst Schach spielen. Es ist ja auch noch nicht kalt, also dann spiele Schach. Dann üb. Ich dachte, er hat alles voll. Leute, ich dachte echt, er hat alles voll. So, und sie betet gerade das Haus an. Das sieht gut aus. Ich muss auch mal... Ach Gott, ich muss auch mal wieder auf die Uhr gucken. Ich habe ja wieder gar keinen Plan. Jo, wir sind schon längst drüber. Okay, dann werden wir uns mit diesem anbetungswürdigen Bildchen hier verabschieden. Die Madame, die das Haus anbetet. Und dann muss sie sich auch im nächsten Part abschalten. Dann war es das wieder für diesen hier. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, auch wenn jetzt nichts Spektakuläres passiert ist. Mal sehen, was im nächsten Part passiert, wenn wir dann den Laden auch wieder aufmachen. Jo, bis dahin, macht es gut. Tschüss.